Dass der Gegner schon am Rumlunzen. Auch wenn wir um den Hügel heilen und ich mich zurückhalten kann, dann könnte es tatsächlich für mich ziemlich positiv ausgehen. Wenn es in Brawl reingeht, also schön hier im Nahkampf mit der Kiste. AC20, massig Medium Laser. Oh, man sieht hier auch den Ärmchen an der Seite. Da, da ist er am. Und wusch hier weiter hoch. Oh, mit den Piloten-Skills. Meinst du die auch richtig aus dem Skill Lab? Pilot Skill Trees? Und wenn ja, was genau ist da deine Frage? Oh, der Gegner ist da hinten aufgestellt. Oh, hätte ich jetzt eine Dual Gauss, ne? Das wäre herrlich. Oder ER Large Laser, vielleicht sogar noch mit Quirks. Das wäre wirklich richtig herrlich. Man hört die ganze Zeit die PVCs zwischen, das ist herrlich. Taking an awful lot of hits. Oh. Gegner kommt langsam näher oder hinten qualmt auch schon einer. Ach nee, doch nicht. Der Chamber mit was dicken ballistischen geschossen. Ah, warten wir mal. Erst muss ich mich einfach in Geduld üben. Ich stelle mich am besten hier irgendwie so halbwegs hin, damit ich nicht sofort angerunzt werde, wenn da jemand hochpusht. Sondern, dass ich gemütlich hier warten kann. Und wenn der Gegner oben ist, dann pushe ich hier vor. Ach, das mit Tier 3, Tier 4 und so. Das, ja, das ist, ja, lediglich eine Einstufung zu deiner Fähigkeiten anhand des Damage und so, den du anrichtest. Im Vergleich dann mit den anderen Spielern und so, bla bla. Und es gibt Tier 1 bis Tier 5. Und dann wird entsprechend geguckt, entsprechend deines Tiers und auch, wo du dich in dem Tier befindest. Zum Beispiel gibt es ja auch den oberen Bereich von Tier 4 zum Beispiel, da wo dir da Anfänger einfach reingestopft wird, um dann zu gucken, wie gut er ist oder auch nicht. Und Tier 1, das sind dann halt die absoluten Pro-Gamer, die da rangieren. Und dementsprechend siedelt sich dann immer weiter unten irgendwie so an. Wobei man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass Tier 5 schlecht ist oder sowas, sondern halt einfach, man muss immer darauf achten, man kann einen Scheiß aufs Tierlevel geben. Das ist wirklich nur für das Spiel, dass es weiß, wie es dich da, mit wem es dich zusammenstecken soll, damit du halbwegs nette Matches hast. Und wenn du gute Matches hast, dann kannst du halt auch auf den Rest scheißen. New target acquired. Scheißen, ich habe gerade Sprachfehler, weil mein Mund so trocken ist. New target acquired. Target acquired. Aber je besser du bist, umso höher steigst du auf im Tier-Level. Und wenn du eine relativ schlechte Performance ablieferst, dann heißt das, du bist mit Spielern unterwegs, die alle besser sind als du. Mega trocken im Mund, was ist da los? Kaugummi oder so? Nehmen wir mal den Speichelfloss anreicht. Oh, ich hatte hier glatt Sauer-Patch-Kids. Das macht auf jeden Fall mega sabbern. Auf jeden Fall, wirst du so lange nach oben oder nach unten geschoben, bis du gegen Leute kämpfst, die ungefähr so gut sind wie du. New target acquired. Target acquired. Oh, scheinbar hat sich der Gegner komplett nach rechts verzogen. Das ist kacke. Ich merke selber die ganze Zeit, wie ich lispel. Das ist voll doof. Oh, interessanter LM-Stalker. 2-10er, 2-5er, Dual AMS. Zebra-Stalker, geil, da will ich hin. Wahrscheinlich hat er nicht lackiert wie ein Zebra, oder ist sowieso gleich down. Time to move down the hill. Na, kann ich wenigstens noch mal drauf an. Er rennt, der Cataphract. 76,4 km/h. Und der Stalker, der überlebt das auch noch, oder? Er überlebt es, er überlebt es. Target destroyed. Doch nicht. Ha. Schön. Oh, dafür hatte auch jeder zeitliche Gesicht in meinem Teammate. Na, hat nicht ganz hingehauen. Wenn ich hier unten rumheize, die ist so ohne Street Crow, ist halt auch noch. Alter. New target acquired. Jetzt hast du es verstanden. Schön. Kannst halt ganz grob vergleichen, Tier 1 Pro-Gamer, Tier 5 Durchschnittsspieler. Also Casual-Gamer, Gelegenheitsspieler kann man da auch sagen. Und das ist soweit, wie ich finde, auch vollkommen in Ordnung.
Da ist er langsam out of range. Ah, das ist auch okay. Ui, 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 hi, hi, hi. Nicht die Streak Crow, nicht die Streak Crow. Wo bleibt denn der Rest vom Team? Wir müssen uns hier mal so langsam wie viel Gewalt sammeln. Stormcrow mit auf 19. Oh, da sind zwei Streak Crows. New target acquired. Hey! Nicht einfach hier irgendwie runterdroppen oder so, aus Versehen. Boom! Bisschen warm gerade, aber hey, das hat sich gelohnt. So, der. Komm, guck mich an, oder guck mich nicht an. Bombs. Oh shit, ich bin jetzt sehr einsam. Wo ist der Rest vom Team hin? Team, where are you? I need you. Es ist mir warm. Und du da? Oh oh. So, offener Center, komm her, Cheetah. Yo! Auf jeden Fall habe ich hier Long Range Fire Support von meinem Team, das ist fett. Schieß auf das, was hinter mir ist, das macht mir ein bisschen Angst. Ui! Und Bombs, Bombs! Verdammt nochmal, da habe ich die auf ausgerechnet die Schulter getroffen mit dem Teil, ne? Ey, aber geil. Da sieht man mal wieder, der Cataphract ist ein Biest, was ich alles an Schaden weggetankt habe. Ich habe, glaube auch mit Torso Twist halbwegs gut verteilt oder so, aber whoop, whoop. Geil. Ha, Cataphract. Cataphract ist einfach auch die große Liebe. Mal ganz ehrlich. So ein wunderschöner Mech. Und vor allem fett hier, die ganzen Leute mit den PPCs und Large Lasern, die waren tatsächlich, so pfiffig zu mir zu kommen. Und ich hatte das Glück, dass ich meinen Gegner von hinten überraschen konnte, einfach mal quasi im Runden. You can't snipe with Lurms. Der will uns doch nur irgendwie verwirren. Danke, Barnjolf. Aber das ist wirklich leider nur manchmal. Ah, guck mal. Misery hält Wache. Wo könnte er denn wohl sein? Hier ist unsere Base. Ich laufe einfach mal zu deren Base. Das macht der Teil von meinem Team auch sowieso gerade. Latsche ich einfach mal fein hinterher. Kennt auch jemanden guten Witz, den ich vorlesen kann? Einfach um die Zeit zu überbrücken. Ugeuge. Yugich? Can Eugene? Also Eugene. Close enough. Hm. Enemy base is being captured. That's what he had yesterday, okay. Der Eugene kennt, scheint dafür ein bisschen bekannt zu sein. LRM5 Highlander. Hat er was entdeckt? Ne, schade, er schießt nur. Wow, er da vorne hat einen abgekriegt. Jetzt bin ich verwirrt. Es ging doch auch noch was hier gegen den Berg. Okay. Enemy base is being captured. Our base? Ernsthaft? Da komme ich doch gerade her. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ja, das hatte ich auch gesehen, Barnjolf. Ich war mir auch sicher, dass er halt einer, dass hier Bums gemacht hat. Aber vielleicht war das auch da vorne der Kollege, der Direwolf. What? Ernsthaft? Enemy base is being captured. Base is being captured. Tatsächlich bei unserer Base. Stock. Jo, Eiklärchen. Passt schon. GG. Jetzt muss ich hier nochmal eben. Wo ist es denn? Oh Mann, das ist aber auch ganz schlecht positioniert von mir. Mal notieren.
1. Selbstgespräche rocken wieder. So, erstmal eben schauen Performance. 4 Kills habe ich tatsächlich mitgenommen. Alter! Das kam mir in dem Chaos gar nicht so vor. Und kein Team-Damage. Yay! Ich bin ein netter Mensch.